Russland gegen Serbien. Die Russen gehen durch einen Elfmeter in der 48. Minute 1-0 in Führung. Dzyuba mit den 1-0. In der 69. Minute Kravev oder so mit den 2-0. 78. Anschlusstreffer Mitrovic verdient. Aber die Russen sind sehr effizient und treffen der 81. nochmal Dzyuba. Der Sieg geht nicht verdient an Russland, aber man muss sagen, wer die Tore vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein, musste Serbien leider spüren. Wir haben 9 Schüsse von Russland, 15 von Serbien, 4 aufs Tor von Russland, davon waren 3 drin. Das ist eine sehr gute Quote. 6 Schüsse von Serbien aufs Tor, nur einer drin. 38% Ballbesitz von Russland, 62 von Serbien. 360 Pässe von Russland, 610 von Serbien. 75% Passgenauigkeit von Russland, 84 von Serbien. 17 Mal haben die Russen gefoult, 12 Mal die Serben. Die Serben sahen dabei 2 gelbe Karten, die Russen keine. In der Gruppe sieht es so aus: Russland Erster, Ungarn Zweiter, Türkei Dritter, Serbien Letzter. Glückwunsch an die Russen.